Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den dritten Adventskalender von L'Oreal dieses Jahr an. Und zwar ist es der 12-Tage-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe gehört, dass der richtig gut sein soll. 49,99 soll der kosten, enthält halt 12 Türchen nur, aber du zahlst dann ja ungefähr pro Türchen 2 Euro und L'Oreal ist ja hochpreisig. Also glaube ich, dass da ganz gut was drin sein könnte. Ich bin mal gespannt und ich glaube, dass hier auch eigentlich nur Make-up-Produkte drin sind. Müssen wir mal schauen. Ich hatte das schon bei dem großen L'Oreal Adventskalender, dass ich den nicht so gut so hinstellen konnte. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hinhaut. Ich habe den jetzt mal aufgeklappt. Das sieht wunderschön aus. Mag ich sehr gerne leiden und ich würde sagen, wir starten mal. Hier habe ich den 1. Dezember und ja, ich konnte es kaum abwarten, habe schon oben aufgemacht. Eine geile Mascara, die ist wirklich super, Leute. Die Air Volume 30 Stunden Mega Black. Gut, da muss man halt gucken, lässt sich halt nicht so ultimativ abschminken, aber die ist so toll. Ich liebe diese Air Volume Dinger. Die haben ein tolles Faserbürstchen und die machen richtig schön Schwung, Länge und auch Volumen in die Wimpern rein. Und die kann ich euch wirklich empfehlen. Das Einzige, was ich hier mal ein bisschen, ja gut, das kannst du halt auf Kopf stellen, ne? Aber eigentlich sollte man Mascaras ja so rumstellen. Egal. Auf jeden Fall ist die eine Aufbewahrung etwas schwierig, aber das Produkt ist richtig, richtig gut und das hat ja schon einen guten Wert, ne? Eine Full-Size-Mascara als 1 finde ich klasse und du kannst den Adventskalender ja quasi verwenden, wenn du am 24. Dezember durch bist mit deinem Adventskalender und dann noch so ein bisschen, ich glaube, bis zu den Heiligen Drei Königen kann man den ganz gut verwenden, oder? Schauen wir mal, was der 2. Dezember zu bieten hat. Nachschub für meinen Monolidschatten-Adventskalender und zwar in der Farbe 17, Don't Stop Me, haben wir hier ein Satin-Monolidschatten. Schaut so aus, ja, soll super sein. Ich bin halt nicht so der Ultra-Monolidschatten-Fan, außer wirklich sehr, sehr ausgewählte, sehr, sehr gute. Aber nun, ne? Ja, haben wir hier schon mal einen kleinen Augenlook mit einer Mascara und einem Lidschatten. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier gibt es den passenden Eyeliner für unseren Look. Das ist der 24 Stunden Matt Liquid Liner Infallible Grip. Auch das wieder eine Full Size. Und hier haben wir 01 Matt Black als Farbe. Ich hatte den, glaube ich, mal in Rot oder so. Das war mir ein bisschen zu krass, ne? Rote Eyeliner sind halt wirklich außergewöhnlich. Und ich finde das einfach hübsch gemacht. Das ist so ein bisschen wie so ein Tintenfass ist, aber du hier halt richtig schön auch Grip hast. Also eigentlich eine schöne Geschichte. Ne? Nur ich bin halt nicht so der Dip-Eyeliner-Fan, aber es ist eine absolute Präferenzgeschichte. Hier haben wir die Nummer 4. Okay, es ist doch ein bisschen Pflege mit am Start. Eine kühlende Serummaske Auge. Das ist diese witzige, die eben ein bisschen aussieht wie ein Superheldengedönsen. Ich finde die klasse, weil die wirklich eine schöne Pflegewirkung auch mit dabei hat. Ist ja auch aus dieser Revital Lift-Reihe, ne? Und genau, Revital Lift Filler mit Hyaluronsäure, das ist immer eine ganz schöne Sache. Und Koffein, also am besten morgens verwenden. Und minus 5 Grad kühlender Effekt, dann wahrscheinlich sogar tatsächlich am besten im Sommer verwenden. Oder wenn du halt wirklich eine Nacht hinter dir hast, wo du nicht so viel geschlafen hast. Der 5. Dezember ist sehr, sehr leicht befüllt. Und hier haben wir einen Eyeliner drin. Das ist, oder ein Kajal vielmehr, Infallible Grip Gel Automatic Eyeliner. Das ist ja in der Farbe 003 Taupe Grey. Und du hast quasi einen herausdrehbaren Stift. Und hier oben hast du dann noch so ein Schwämmchen, um das zu verblenden, falls du das Ganze etwas smoky machen möchtest. Und ich glaube, dass du halt auch wirklich mit der Mascara, dem Lidschatten, dem Eyeliner und dem Kohlkajal einen schönen Augenlook schminken könntest. Und dann haben wir auch noch die Augenmaske, um das Ganze vorzubereiten. Also bislang Augenlook abgeschlossen. Jetzt können wir gerne Richtung Gesicht gehen, finde ich. Aber da weiß man natürlich nie, was die Adventskalender-Packer sich dabei denken. Die Nummer 6 habe ich jetzt hier. Die denken sich, es ist Zeit, mal eine neue Mascara auszuprobieren. Und zwar die Telescopic Lift. Bin ich nicht so Ultra-Fan von. Die hat bei mir nicht die Baba Voom Lashes gemacht, die ich mir gewünscht habe. Und ja, deswegen. Also das war nicht so meine Welt. Aber sie ist jetzt auch relativ neu rausgekommen und ist eine super gehypte Mascara. Deswegen vollkommen berechtigt, im Adventskalender zu sein. Holla die Waldfee, die Nummer 7 ist ganz schön schwer. Ich denke, hier ist Pflege drin, weil die werden hier ja nicht irgendwie random eine Foundation reinpacken. Ja, Elvital Dream Length, das Superaufbau-Shampoo habe ich jetzt hier mit 90 Millilitern am Start. Das ist eine Reisegröße. Hatte ich auch mal in der Full Size, da war das ganz schön. Das hatte ich aber nur in einer XXL Size und da war das irgendwann halt nicht mehr ganz so schön, weil meine Haare sich zu schnell dran gewöhnt haben. Und dann ist es halt schnell
dass die Haare zu sehr nachfetten und so. Ne? Das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr Shampoo verwendet, dann auch immer wieder mal zu wechseln. Ihr werdet einen Unterschied merken. Also denkt an meine Worte. Das ist wirklich ein kleiner Hack von meiner Seite. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh, wie schön. Die Lippen werden verwöhnt und das passt so gut. Was ist denn 8 Tage nach Heiligabend? Ist da nicht Silvester oder ist es schon Neujahr? Auf jeden Fall habe ich hier einen extrem schönen Lipgloss. Oh Gott, den will ich behalten. Der ist ja richtig toll. Plumping Gloss. Und ich habe die Farbe I Maximize 400. Guckt euch das an. Das ist ein wunderschöner Liptopper, weil der auch so schöne Sparkles, Perlglanz mit drin hat, ne? Ich glaube, der wird die Zähne auch ein bisschen weißer machen. Finde ich hübsch. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Lippenprodukt freuen. Und zwar ist das Color Rouge in der Farbe Rose Creme 453. Schaut so von der Umverpackung aus und es ist halt noch versiegelt. Ich müsste so einen auch schon da haben, deswegen wird er auch nicht bei mir bleiben. Hier seht ihr die Farbe. Ich gucke mal, ob ich irgendwo von der L'Oreal Homepage oder so ein Tragebild bekomme, dass ihr dann auch seht, wie das so auf Lippen aussehen würde. Ne? Ich finde, das ist eine sehr schöne Farbe, wenn das nicht zu hell ist, ne? Und man die auch wirklich gut im Alltag tragen kann. In der Nummer 10 darf es jetzt mit einer länglichen und sehr, sehr leichten Box weitergehen. Lip Liner vielleicht? Nee, kleines Tübchen. Ein 24-Stunden-Pore-Minimizer mit 1% AHA, LHA und BHA-Komplex. Auch das ein relativ neues Produkt mit 10 Millilitern. Aber ich muss sagen, dass ich sowas als Primer gar nicht gut finde. Weil normalerweise verwendest du einen Primer vor deinem Make-up halt, ne? Und das machst du dir ja meistens über Tag, also wenn die Sonne scheint und du solltest AHA, BHA, PHA, ich habe hier mal ein Video über Säuren gemacht, nur verwenden, also so zum Abend hin. Ne? Also das ist eigentlich nicht so gut dafür geeignet, um es als Primer zu verwenden. Ich weiß nicht, was sich L'Oreal dabei gedacht hat, so ein Produkt rauszubringen. Die Nummer 11. Hier haben wir unseren Lip Liner, der aber so gar nicht passend zum Lippi ist. Okay. 127 Paris. New York vielleicht. Ist das die Farbe? Man weiß es nicht. Ja, das dürfte auch eine Full Size sein, ne? Aber guckt euch mal die Farbe an. Die passt nicht so direkt zum Lippi. Es sei denn, du machst dir halt so eine Ombre-Lippe. Dann hast du halt einen sehr, sehr dunklen Lip Liner und einen sehr, sehr hellen Lippi dann in der Mitte. Nun, aber also das hätten die vielleicht ein bisschen besser aufeinander abstimmen können, finde ich. Finale, woho, die Nummer 12, because you're worth it, weil du es wert bist. Und ich habe auch tatsächlich auch schon mal durch diese L'Orealista-Geschichte an diesen Online-Events teilgenommen. Und das lebt L'Oreal auch tatsächlich. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass man halt jeder Frau auch das Gefühl oder jedem Menschen das Gefühl geben möchte, nicht nur jeder Frau, auch jedem Mann, dass man es wert ist, dass man es wert ist, da zu sein. Und das finde ich eben so schön. Und man kann eben seine natürliche Schönheit einfach durch die Produkte, die es bei L'Oreal gibt, unterstreichen. Und da wird nicht so der Fokus darauf gelegt, dass du dich halt für irgendwen schick machst, sondern einfach nur für dein Empfinden. Und das finde ich ist eine schöne Herzenssache. Und hier haben wir auch einen außergewöhnlichen Lippi in einer fancy Farbe drin. Glow Paradise 351 Watermelon Dream Sheer. Also der wird nicht so intensiv auf den Lippen sein, wie er jetzt hier im Produkt aussieht, was ich auch nicht so schlimm finde. Also das kann man dann halt wirklich als ein Hauch von Farbe verstehen und sowas finde ich auch ganz hübsch tatsächlich. Ob das jetzt eine 24 wert ist, sei jetzt mal so dahingestellt, da bin ich jetzt nicht so ultra Fan von. Aber gut, was hätten sie in eine 24 packen können, um jeden halt glücklich zu machen? Ne? Das ist auch schwierig. Eine Mascara, okay. Aber da haben wir ja schon 2 von hier drin. Nun, kommen wir mal zum Fazit des Adventskalenders. Also des 12-Tage-Countdown-Geschichten-Gedönsens. Für 49,99 € ist es eine feine Sache, weil du hier auch Produkte mit einem schönen Wert bekommst. Wir haben bis auf 2 Produkte, also das Shampoo und den Primer, auch komplett Full-Sizes, was ich sehr, sehr begrüße. Das ist nicht selbstverständlich tatsächlich, ne? Und da lohnen sich die 49,99 € schon. Man sollte aber schon wirklich auch die Produkte mögen, feiern und verwenden wollen. Und dann hat man da auf jeden Fall einen guten Deal. Ne? Also entweder holt man das als Geschenk für sich selber und weiß, dass einem das gefällt. Dafür mache ich ja auch die Unboxings. Oder man verschenkt es zum Beispiel auch zu Weihnachten, sodass dann halt ab Weihnachten oder nach Weihnachten dieses Adventskalenderchen geöffnet werden kann, was ich auch eigentlich ganz schön als Idee finde. Also ja, ich habe in euch meine Infobox verlinkt. Wie seht ihr das? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Feiert ihr das
Adventskalenderchen oder sagt ihr, Mensch, nee, das hätte gar nicht sein müssen. Wenn ich mich entscheiden müsste, nehme ich den kleinen, nehme ich den großen, würde ich persönlich eher den großen empfehlen, weil du hast da einfach die doppelte Anzahl an Produkten. Ich glaube auch einfach eine größere Vielfalt. Also wäre mehr so meine Empfehlung, falls man möchte, ne? Aber gut, ja, so viel dazu. Und dann wäre es ja auch schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.